Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video fangen wir an, die Werkstatt filmfertig zu machen. Und dafür müssen wir als erstes mal anfangen, hier die Wand zu entfernen, denn die da ist unnötig. Und die Platten werde ich benutzen, um oben auf dem Regal noch ein bisschen Zeug zu verstauen, damit es hier ein bisschen aufgeräumter ist. Denn ihr seht, hier sieht es derzeit noch ein bisschen unaufgeräumt aus. Hier diese ganzen kleinen Teile, die will ich dann da oben reinlegen. Die werde ich mich erstmal nicht brauchen und die da Wand muss halt eben weg. Aber das ist nicht die einzige Wand, die noch weg soll. Diese Wand hier soll auch weg, die werde ich nämlich neu machen. Dahinter ist nämlich der Metallraum. Wenn ihr euch die ganze Werkstatt anschauen wollt, schaut euch am besten das Werkstatt-Tour-Video an. Das verlinke ich euch oben rechts im Eck. Und genau, diese Wand hier soll nämlich auch weg, denn innen drin ist der Metallraum und da will ich eben verhindern, dass Funken in den Holzraum fallen können. Und es ist besser, die Wand einfach komplett zu entfernen, als die irgendwie schick zu machen. Viel Spaß beim Video. Ich freue mich, wenn du dranbleibst und freue mich auf dein Abo und deinen Kommentar und deine Bewertung. Let's go! Diese Wand hier kann wegfallen, die ich die halt eben nicht brauche. Dazu ist halt hier diese Sparplatte nicht so ideal, wenn man da was festschrauben will. Außerdem blockiert hier diese Wand auch so ein bisschen das Licht. Die Beleuchtung wird eh noch neu gemacht, aber jetzt kann ich hier das Licht, was hier drin schon ist, gebrauchen. Aus dem Grund fliegt diese Platte hier raus. Das hier sind Reifen für ein Bandsägewerk, was ich bauen möchte. Vielleicht bald schon. Und das macht schon so viel aus. Das ist so geil. Seht ihr das hier? Das ist das Licht, was von hinten der Lampe da hinten der Lampe jetzt schon hier reinfällt. Ist das nicht cool? Mein Motto beim Videodreh. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das hier so viel Licht ausmacht. Jetzt ist die Beleuchtung eigentlich noch ziemlich schlecht. Und vor allem dieser Durchgang hier, den kann man jetzt nicht schön nutzen, wenn hier eine große Arbeitsbank steht, dass man hier dann direkt in die Maschinenecken gut reinkommt. Das ist doch echt mal eine super Sache. Und übrigens, hier sieht man noch mal ganz gut, wenn man USB einfach mit einer billigen Bandfarbe streicht, das sieht nicht mehr so blöd aus. Da ist auch die Haptik, finde ich, boah, da stellst du mir die Nagel mal hoch. So. 161. Die Kreissäge funktioniert leider noch nicht. Aber dafür gibt es hier eine Handkreissäge, oder? Wenn ich noch was brauche. Ich kann mir vorstellen, dass der Ton derzeit noch nicht so gut ist. Das liegt aber auch einfach daran, dass hier drin derzeit fast noch nicht wirklich was steht. Und im Moment hallert es halt echt noch sehr, sehr stark hier drin. Aber ich hoffe halt, dass ich das quasi automatisch mit noch mehr Zeug oder ein bisschen aufgeteiltem Zeug dann legen wird. Als nächstes muss ich dann die Leisten an der Wand abschrauben und ohne Witz, ich habe hier was mittlerweile, das ist ein Lebensveränderer. Das ist einfach ein Aufsatz hier für einen Schlagschrauber, dass ihr Nüsse aufspannen könnt. Ich packe euch den Link mal in die Beschreibung, was ich hier habe. Mega simpel, also ohne Witz, ich glaube, das hat auch nur ein paar Euro gekostet. Und so könnt ihr einfach Nüsse aufspannen. So geil, weil sonst sitzt er immer mit der Ratsche. Diese Hölzer sind wahrscheinlich einfach reingekeilt. Ja, dann haben wir ja noch hier diese Wand, die weg soll, weil die einfach schlecht ist. Diese Wand hier ist ja bestimmt schon locker 20, 30 Jahre drin. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die damals so große Schrauben geholt haben. Weil die waren ja damals wahrscheinlich schon ein bisschen teurer. Und das ist nicht genagelt hat. Das ist sehr, sehr schön. Auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall dauert das jetzt so lange, dass es sich hier sogar lohnt, einen Gehörschutz anzuziehen. Thank you.
Die Wand ist draußen und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das Licht hier drin schon viel, viel besser ist. Eigentlich wollte ich hier dieses Stück jetzt noch streichen, aber ich habe gerade einen Maler angerufen, den lieben Markus, und ich habe gefragt, wie lange ihr zum Trocknen braucht, weil ich da jetzt auf den Boden rausklicken muss. Aus dem Grund hat er mir geraten, dass ich das danach machen werde, weil es ist ja blöd, wenn das Ding frisch gestrichen ist und sich der Staub dann absetzt. Aus dem Grund fangen wir jetzt da hinten an, den Boden rauszuholen, und ich zeige dann nochmal, warum der raus muss. Also hier der eigentliche Werkstattboden, der ist in etwa so ein Stück tiefer, ist nicht schlimm, da werden wir mal eine Schräge ran betonieren. Auf jeden Fall ist hier unnötigerweise irgendwie was aufbetoniert worden, und wir haben es hier schon ausprobiert, hier geht es relativ easy weg. Hier drunter ist ein sehr, sehr schön glatter Boden, den kann man auch schön sauber machen. Und hier ist halt so eine absolute Stolpergefahr. Da muss man aufpassen, vor allem wenn ich Wechselkurse machen will, will ich auch schauen, dass das hier nicht so unnötig gefährlich ist. Und hier dieser Boden, da merkt man, da haben wir vorher geschaut, das hört sich schon richtig vorher an. Das heißt, da haben wir vorher gecheckt, wie gut das Ding rausgeht. Da ist mal früher eine Grube gewesen, die ist zu betoniert. Deswegen wird es da schwieriger gehen, weil der Untergrund grauer ist. Aber jetzt biege ich erstmal hier die Stellen weg, die gut weg zu biegen sind. Zwei-Tonnen-Anhänger, der ist für sowas gedacht, deswegen, das ist die kleine Information. Yes! So, ihr seht, der Boden ist jetzt so gut wie draußen. Hier sind noch ein paar Stücken, die werde ich am Montag rauspicken. Dafür ist es dann gestern Abend ein bisschen zu spät geworden. Die Kante hier unten werden wir noch so ein bisschen ausbessern, die werden wir ein bisschen lang ziehen. Und dann werde ich am Montag hier diese Steinreihe wahrscheinlich noch rausmachen, und hier werden wir dann noch so ein bisschen den Boden dann auffüllen. Also der kleine 600 Kilo Anhänger hätte dafür wirklich nicht gereicht, und ja, ich bin froh, dass der Boden jetzt draußen ist, war relativ viel Arbeit, aber das macht jetzt schon ziemlich viel an Komfortabilität aus. Sagt man das so? Das soll es für das Video für heute gewesen sein. Wenn du wissen möchtest, warum die Julia heute da ist und was wir heute mit dem roten Stahlträger da machen, dann schalt auch beim nächsten Video gerne wieder ein, denn da wird es dann wieder ein kleines Update hier von dieser neuen Werkstatt geben.